Die Walt Disney World Vlogs haben erst begonnen, aber in diesem Video zeige ich euch schon, was ich mir alles vor Ort gekauft habe. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Januar-Haul, ja, dem ersten Haul im Jahr 2022 und es geht direkt super los, denn ich zeige euch bereits, was ich alles in Walt Disney World auf der Disney Cruise und auf Castaway Cay gekauft habe. Die Vlogs haben ja erst angefangen, kommen wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus. Falls ich sonntags kein Video habe, würde dann auch ein Walt Disney World Video dazwischen kommen, aber sonst kommen die Videos jeden Mittwoch raus. Und aber ich dachte, ich zeige euch schon mal, was ich alles mir dort vor Ort gekauft habe. Es ist einiges, also ja, ein guter Mix und es sind auch noch ein paar Sachen dabei, die ich parallel bekommen habe, zu meiner Freundin geschickt habe, als ich in Walt Disney World war. Nur drei Sachen von Shop Disney und noch zwei, drei kleinere Sachen, die ich auch außerhalb von Amerika gekauft habe. Ich weiß nicht, legen wir erstmal mit den Sachen los, die ich in meiner Abwesenheit bekommen habe oder die ich schon vor meinem Urlaub bekommen habe. Ich bin ja erst am 18. Januar geflogen. Deswegen sind ein paar Sachen dabei, die ich vorher schon erworben habe. Ich hatte das, glaube ich, auch schon in meinem letzten Video angeteasert. Der Sandwichmaker von Primark, der gehört jetzt auch zu meiner Kollektion. Der hat 26 Euro gekostet und er macht Hot Sandwiches, French Toast and more. Ich bin da sehr gespannt. Ich liebe Sandwiches. Und jetzt auch noch mit Mickey Shape. Besser kann es ja nicht laufen. Muss ich auf jeden Fall demnächst ausprobieren. Ja, die Kollektion ist jetzt komplett. Dann habe ich wunderschönen Schmuck von Oro Vivo bekommen, den ich natürlich auch in meinem Walt Disney World Urlaub getragen habe. Und zwar einmal diese wunderschöne goldene Uhr mit Mickey drin, aber die ist so schön dezent. Wenn man die trägt, sieht man Mickey kaum. Also wirklich eine wunderschöne Uhr. Bin echt sehr verliebt. Und passend dazu, passt auch super heute zu meinem Outfit, muss ich sagen. Passend dazu habe ich mir ein Armband ausgesucht. Man muss dazu sagen, es ist ein Kinderarmband. Es passt mir aber trotzdem aufs letzte Loch. Gesehen, aber man braucht schon ein schlankes Handgelenk für die Kinderarmbänder. Ansonsten, es gibt auch Erwachsenenarmbänder, aber das hat mir tatsächlich hier sehr, sehr gut gefallen, das Kinderarmband. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Es ist nämlich eine Minimaus und es steht Love drin, auch natürlich in Gold. Ja, die beiden Sachen wurden mir von Oro Vivo zugeschickt. Vielen, vielen Dank. Schaut gerne mal bei Oro Vivo vorbei. Ich packe euch den Link von deren Seite auch gern in die Infobox. Sie haben wirklich ganz, ganz tollen und auch vor allem hochwertigen Disney-Schmuck. Und demnächst gibt es auch eine neue Kollektion. Also eine neue Disney-Kollektion. Ja, darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Und ja, ich liebe meine neue Kombi von Uhr und Armband. Ich ziehe es jetzt mal an und zeige es euch jetzt falsch rum. Ich müsste meinen Arm drehen, aber ja, es ist jetzt, ich habe es gerade falsch. Also es ist für mich richtig rum, aber in der Kamera ist es halt falsch rum. Aber so sieht es zusammengetragen aus. Wirklich sehr, sehr hübsch. Dann gab es diesen Monat wirklich eine klitzekleine Shop Disney Bestellung. Könnt ihr das glauben? Wirklich nur drei Sachen von Shop Disney. Ich bin selbst ganz überrascht. Aber ja, einmal hier dieses T-Shirt. Und zwar gab es dieses T-Shirt auch in Walt Disney World. Ich habe es da auch vor Ort gesehen. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich mir ein T-Shirt in Walt Disney World kaufen, was ich mir auch hier kaufen kann? Dann platze ich mir einmal, da spare ich mir den Platz. Und vom Preisunterschied war es, glaube ich, tatsächlich auch hier sogar ein bisschen billiger. Ich weiß gar nicht, was das, hat es hier gekostet? Gar nichts. Preis ist weg. Ist auch gut. Müsste ich jetzt online nachgucken, was es gekostet hat. Aber wie gesagt, ich habe mir gedacht, wenn ich es hier bestellen kann, bestelle ich es hier. Dann kann ich mir da was anderes in den Koffer packen. Einmal hier das T-Shirt in Größe M. Und ich muss dazu sagen, ich schaffe es nicht, für diesen Haul Try-Ons zu filmen. Denn ich muss morgen früh tatsächlich schon in die Schweiz fahren. Also ich möchte meinen Freund wiedersehen, deswegen fahre ich morgen früh schon in die Schweiz. Und das Video kommt dann schon online, während ich in der Schweiz bin. Und ich schaffe es jetzt leider heute nicht mehr, aus anderen Gründen, berufstechnisch, hier noch Try-Ons zu filmen. Deswegen verzeiht es mir bitte.
Ich versuche euch die Produkte halt so gut es geht so zu zeigen, aber ich schaffe es jetzt nicht mehr, die Sachen anzuziehen. Also wie gesagt, einmal das T-Shirt in M. Preis muss ich gleich mal nachschauen. Dann habe ich mir ein Ornament bestellt, welches ich auch vor Ort gesehen habe, aber dachte, warum soll ich es mir vor Ort kaufen und dann die Gefahr eingehen, dass es kaputt geht, wenn ich es auch hier im Shop bekomme. Ja, das hat 22 Euro gekostet, hat das 50er-Jahre-Logo und das Schloss obendrauf. Und was wollte ich sagen? Ach so, tatsächlich das Merchandise, was wir bei Shop Disney haben, ist vielfältiger, was mittlerweile schon, also vor Ort ist fast, also sehr, sehr wenig 50er-Jahre-Merchandise, was wir im Shop haben bei Shop Disney, ist tatsächlich viel mehr, als es vor Ort gibt. Ne? Also da können wir uns echt dieses Mal glücklich schätzen, wie viel Variation wir haben und dass die Sachen noch vorrätig sind. Wie gesagt, Shop Disney, Walt Disney World ist schon sehr, sehr viel ausverkauft. Wahrscheinlich wird es schon nachgeliefert, aber als ich vor Ort war, war echt wenig da. Die gab es tatsächlich auch vor Ort, aber ja, lieber hier bei Shop Disney bestellt. Und zu der Bestellung gab es dann diesen Rucksack für 10 Euro, der eigentlich 28 kostet. Ich habe den ja schon in Blau. Und ich liebe den abgöttisch. Ich trage den so gerne in den Parks. Viele von euch auch. Also ich habe schon sehr, sehr viele gesehen, die auch den Blauen haben. Jetzt habe ich mir auch noch den Roten bestellt für 10 Euro. Also für 28 hätte ich nicht bestellt, aber für 10 dachte ich, ja. Warum nicht? Weil da passt so viel rein und ja, ich finde einfach, ich finde ihn einfach cool und jetzt halt auch mal in Rot. Ja, das waren die drei Sachen von Shop Disney. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich glaube Ende 2021 war es, hatte ich auch ein Gewinnspiel mit Geda Labels. Und nach dem Gewinnspiel wurde mir ein Gutscheincode zugeschickt, den ich dann einlösen durfte. Und habe mir ein paar schöne Sachen ausgesucht, die ich euch natürlich auch gerne zeigen möchte. Einmal hier diese Steamboat Willy Tasse. Da passt 400 Milliliter rein. Und sieht so aus von vorne und hinten. Dann habe ich mir einen Frozen Müsli Löffel ausgesucht. Ich muss den auspacken, glaube ich. Ja, da ist der Frozen Löffel. Unten Elsa und ja, halt ein Müsli-Löffel von Frozen. Und dann gab es noch drei Gläser. Und zwar einmal mit Mickey. Sieht man das? Mickey Maus? Dasselbe nochmal. Also Mickey und Minnie. Zweimal dasselbe und einmal noch das Mickey-Glas. Also drei neue Gläser im Sortiment. Genau. Ja, ich packe euch gern auch doch den Link von Geda Labels unten in der Infobox. Schaut auch der gern mal vorbei. Die haben auch ganz, ganz süßes Kindergeschirr. Winnie Pooh haben sie, glaube ich. Und auch Bambi mit Klopfer. Also schaut gerne mal bei Geda Labels vorbei. Ich muss jetzt hier die Gläser irgendwie vorsichtig hinlegen, dass hier nichts kaputt geht. Ja, genau. Also Link in der Infobox. Und jetzt geht's weiter mit Walt Disney World. Fangen wir mit den Sachen an, die ich gratis bekommen habe. Ja, tatsächlich, es gibt auch ein paar Sachen gratis, auch dort. Und zwar einmal hat es angefangen mit einer tollen Sonnenbrille von Merce Connect. Das ist der Shuttle, den wir genutzt haben vom Flughafen zum Hotel. Und da gibt es gerade als Aktion eine Sonnenbrille gratis. Ist okay. Also ist so eine typische Autosonnenbrille. Wenn ich meine Sonnenbrille vergessen habe, würde ich die dann anziehen im Auto oder irgendjemand anders. Ja, natürlich aus Plastik, ne? Nicht hochwertig, aber habe ich gratis bekommen und habe ich natürlich auch mitgenommen. Das habe ich jetzt hier nicht mehr in die Folie. Ja, dann habe ich meine Hotelkarte. Die habe ich natürlich mitgenommen, denn es gibt immer Disney-Charaktere auf den Hotelkarten und ich habe Minnie Maus bekommen. Das ist super toll und natürlich Walt Disney World 50. Geburtstag. Also eine ganz, ganz tolle Erinnerung, werde ich auf jeden Fall behalten. Dann waren wir ja zu Festival of the Arts in Epcot. Und da gibt es dieses Festival-Booklet. Da stehen dann Sachen drin, die man essen kann in den verschiedenen Ländern. Man kann sich durchprobieren. Man kann, glaube ich, auch Sticker sammeln. Also dazu bin ich leider nicht gekommen. Ja, hier kann man sich dann so Sticker abholen bei jedem Pavillon, wo man gegessen hat, um dann halt, ja, damit man weiß, dass man das auch probiert hat. Ja, das gab es natürlich, das gab es dann auch gratis.
Und passend dazu, im Animal Kingdom gab es hier dieses Wilderness Explorers Handbuch gratis. Ist eigentlich für Kinder, aber man kann es auch als Erwachsener machen. Gar kein Problem. Und ich habe leider auch nicht alles geschafft. Hier zum Beispiel habe ich was bekommen. Ich habe den Gorilla Badge und den Tracking Badge bekommen. Da kriegt ihr hier so Aufkleber. Da müsst ihr die Cast-Member suchen, die so ein Tuch umhaben, wie in diesem Farbschema. Und dann erfahrt ihr was über die Tiere und könnt das auch noch ausfüllen und was lernen. Und ja, also richtig cool für Kinder, aber kann man natürlich auch als Erwachsener machen. Ich habe damit angefangen, aber ich hatte einfach nicht die Zeit dafür, auszufüllen. Aber als Erinnerung habe ich es trotzdem. Ja, dann hatten wir auf der Disney Cruise Line so Baggage Tags bekommen für die Abreise, wo wir unsere Koffer wiederfinden mussten. Und da waren welche übrig, 2 Stück. Und die habe ich natürlich auch mitgenommen mit Goofy drauf. Die gab es dann auch natürlich dann gratis. Wie gesagt, 2-mal. Dann habe ich mir dieses Prospekt aus dem Hotel mitgenommen. Das lag im Hotelzimmer. Your Take-Along Guide to the Magic. All 4 Theme Parks and Beyond. Zum 50. Geburtstag gibt es da so ein paar Shopping-Tipps zu jedem Park. Stehen welche Attraktionen und so. Deswegen, ja, das habe ich mir noch mitgenommen. Dann gab es von jedem Park einen Parkplan. Die gibt es da auch in Deutsch. Habe ich mir natürlich auch mitgenommen als Erinnerung, weil die sind auch in den 50er Jahre designt worden. Und ja, als Erinnerung richtig cool. Werde ich auf jeden Fall auch behalten. Und da stehen halt Parkregeln drin, alle Attraktionen ein bisschen beschrieben, wo man was finden kann. Ist natürlich auch in der App, aber so ein Parkplan ist dann schon auf jeden Fall cooler. Und dann habe ich Kaffee aus dem Hotelzimmer mitgenommen. Wir hatten so eine Pets-Maschine, wo wir jeden Tag Kaffee machen konnten. Und die Pets waren am Ende noch übrig. Von Joffreys Coffee gab es die dann jeden zweiten Tag kam der Zimmerservice, wurde immer aufgefüllt. Und ja, ist extra zum 50. Geburtstag ein Kaffee, der da kreiert wurde. 2 Stück als Erinnerung. Und dann gab es im Hotel oder im Park generell gibt es verschiedene Buttons, die man sich an der Info holen kann. Und zwar habe ich mir einmal natürlich für meinen ersten Besuch einen Button geholt, den auch immer getragen. Und dann wünschen einem die Cast-Member Happy First Visit oder die Charaktere reagieren darauf. Also ist cool. Den gab es. Dann habe ich mir einen für I'm Celebrating geholt. Einfach so, damit ich einen habe. Ohne spezifischen Grund, da muss man auch keinen Grund nennen. Man konnte einfach sagen, kann ich bitte einen I'm Celebrating Button haben. Und dann gab es noch einen I'm Happily Ever After Button. Das ist eigentlich für Paare oder so, ich weiß gar nicht, weil das auch so Mickey, also 2 Mickey-Köpfe ineinander verschlungen sind. Aber es ist schön, ne? Also gab es noch die 3 Buttons gratis. Und auf der Disney Cruise gab es auch was gratis, aber nur, weil es meine zweite Cruise war. Und nach der zweiten Cruise, also wenn man das zweite Mal auf eine Cruise geht, eine von den Disney Cruise, ist man schon Silver Club Member im Castaway Key Club. Ne, nur im Castaway Club. Und da bekommt man dann schon Goodies aufs Zimmer gelegt, wenn man nochmal fährt. Einmal gab es dieses Lanyard mit unten Pouch, damit man da die Key to the World Card reinpacken kann. Die habe ich übrigens auch noch, aber die ist schon weggepackt. Also die Bordkarte im Prinzip, die habe ich auch noch übrig. Als Erinnerung, ja, da steht halt Disney Cruise Line, Castaway Club und das Band ist dann halt Silber, damit man weiß, dass man schon Silbermitglied ist. Und dann gab es hier diese Umhängetasche, vorne steht auch Castaway Club, Disney Cruise Line, die gab es auch gratis, kann man sich dann hier so umhängen. Ja, ob es schön ist, ist umstritten, aber am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ne? Deswegen habe ich es auf jeden Fall auch mitgenommen. Und ja, ist einfach cool zu haben. Ja, das waren die Sachen, die ich gratis bekommen habe. Dann geht es weiter mit den Sachen, die ich mir in Walt Disney World gekauft habe. Nicht auf der Disney Cruise, also Disney Cruise Castaway Key kommt danach. Erstmal Walt Disney World. Als erstes, was ich auch der Brina gekauft habe, ist ein paar neue Ohren. Und das ist das einzige Paar Ohren, was ich mir gekauft habe. Tatsächlich. Kein weiteres Paar Ohren. Viele, wie gesagt, hatten wir auch bei Shop Disney, die mir aber auch nicht gefallen haben. Und ja, deswegen nur die Waffelohren. Und was passt natürlich zu einem so schönen Paar Ohren? Der passende Spirit Jersey.
Ich war mir eigentlich erst unschlüssig. Brina wollte ihn haben. Ich habe ihn auch Brina mitgebracht. Also ich habe nur für Freunde mit Bringservice gemacht, weil viele auch gefragt haben. Aber mein Kofferplatz war eh schon begrenzt. Mein Gepäck war überall bei den anderen verstreut, damit wir alles mitnehmen konnten. Ja, aber Brina und Daniel habe ich auf jeden Fall was mitgebracht. Brina wollte den Boffis Burger sehen. Ich habe gesagt, oh, ich weiß ja nicht, ob er mir so gut gefällt. Aber Brina wollte ihn. Dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich ihn mir auch. Ja, und dann gab es den Walt Disney World Waffle Jersey in Größe S. Und das Walt Disney World steht ja riesig auf den Armen. Und ganz unten sind ganz viele Mickey-Waffeln. Ach so, die Preise. Bei denen war ich tatsächlich wirklich geschockt an der Kasse. Und zwar haben die $40 gekostet. Und dann... Alles, was ich heute noch zeige, kommt plus 6,5% Tax drauf. Also in Amerika ist es so, die Preise, die hier draufstehen, das sind nicht die endgültigen Preise. Da kommen dann noch Steuern obendrauf. Bei uns wird das ja direkt mit einkalkuliert. Bei den Amis wird das dann an der Kasse draufgerechnet. Ja. $40 für die Ohren und der Spirit Jersey war dann nochmal $75. Ja, ich sag's euch, ein Schnapper war das, ein Schnapper. Also bei dem Ohrenpreis dachte ich fall gleich vom Stuhl. $40. Naja, was man nicht so alles tut. Dann habe ich mir einen Patch gekauft für eine Jeansjacke zum Beispiel. Fand ich richtig schön. Die Ohren mit dem Schloss in der Mitte hat $10 gekostet. Dann habe ich mir bei Bezin, glaube ich wird es ausgesprochen, einmal eine Disney-Seife gekauft für $7.20. Die riecht so gut. Und ein Slime Scrub. Das war richtig, das durften wir da testen an den Händen und das hat so weiche Hände gemacht. Hat meine Mama und ich mir uns eins gekauft. Das hat 18 Euro gekostet. Das ist jetzt nicht von Disney, es gab auch Disney Mickey Scrub, aber viel größer und auch, glaube ich, $35. Aber das hier fand ich echt gut und deswegen zeige ich es jetzt auch nochmal. Es ist übrigens aus Disney Springs. Den Jersey habe ich in den Hollywood Studios gefunden und am Anfang war das der einzige Platz, wo ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn ganz am Ende, am letzten Tag im Magic Kingdom noch in dem Laden bei dem Autopia-Ding gefunden. Also wo die Autopia-Attraktion ist, die heißt aber da nicht Autopia, in Tomorrowland. Da in der Nähe gab es noch einen Laden und da habe ich ganz viele New Jerseys noch gesehen am Ende. Aber den, das war tatsächlich der letzte in S in den Hollywood Studios und Brinas habe ich dann auch noch bekommen. Ja, dann, das zeige ich euch am Ende, weil das eigentlich ich das nicht in Walt Disney World gekauft habe, sondern per Post bekommen habe, aber das kennt ihr ja schon. Dann geht es weiter mit Leggings. Ja, ich habe mir zwei Paar Leggings gekauft. Einmal, weil mir kalt war, an einem Tag, wo ich in Epcot war. Ich hatte nur eine Strumpfhose an, eine hautfarbene Strumpfhose und es war so kalt. Deswegen musste ich mir eine Leggings kaufen und da habe ich mir direkt noch ein zweites Paar geholt, weil ich die vom Stoff her so angenehm fand. Und als ich die dann getragen habe, dachte ich, geil. Ich lebe nur noch in diesen Leggings. Ja, einmal die 50er-Jahre-Leggings mit ganz, ganz vielen Motiven zum 50. Geburtstag. Mickey Mini ist da drauf und Tinkerbell sehe ich hier, die Attraktionen. Der Vogel aus Mickeys Runaway Railway Attraktion und ja, richtig cool. Die Leggings kosten da $40. Und die zweite Leggings, die ich dann auch schon auf Bildern anhatte, war hier die hellblaue. Mit Schloss und Disney D. Die sind so bequem. Hinten steht auch nochmal Walt Disney World drauf. Und ja, ich glaube, ich werde sie nie wieder ausziehen, wenn ich sie jetzt einmal trage. Dann habe ich mir eine Mütze in Disney Springs gekauft. Fand ich richtig schön, weil es auch kalt war. Die habe ich auch gebraucht. Die war auch nicht günstig, hat $30 gekostet. Aber richtig schick zu tragen. Dann gab es im Animal Kingdom ein Shirt, und zwar das hier mit Mickey Mouse. Und es steht auch Walt Disney World drauf und es ist hier unten so ein bisschen gecroppt. Sieht man schlecht? Sieht man das? Ja, so ein bisschen. Genau, einmal das in Größe. Ich habe, glaube ich, auch als MM geholt. In Amerika fällt alles so groß aus. Ja, einmal das ist Tanktop aus dem Animal Kingdom. Dann gab es zwei Magic Bands. Eigentlich hatte ich ja... das hier vorbestellt. Mit dem zum 50. Geburtstag, mit dem Schloss und dem Logo hier.
Aber das gab's nicht. Die Vorbestellung hat irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung, weiß was ich. Und dann hatte ich keins. Und dann musste ich mir auch erstmal ein anderes kaufen. Und zwar das hier. Das finde ich auch richtig schön. Das Rosa glitzert so schön. Oh, das sieht so echt auch. Liebe das auch. Ja, das war mein erstes Magic Band. Pro Magic Band $35. Also für die, es gibt verschiedene Kategorien, aber einfarbigen, einfachen kosten dann $20. Und dann, ich glaube, die nächste Kategorie ist dann 35. Ja, das war mein erstes Magic Band. Ja, das war gerade Daniel, der mein Hall gecrashed hat. Wo war ich? Ja, auf jeden Fall wollte ich das, oder ich habe dann Magic Band gebraucht. Also man braucht es nicht. Man kann auch mit der Hotelkarte an Eingang gehen und kommt dann auch rein. Das haben die anderen so gemacht. Aber ich wollte einfach fürs Feeling ein Magic Band haben. Ja, das war mein erster. Und den habe ich dann in Disney Springs gefunden. Den habe ich auch übrigens Daniel mitgebracht. Und dann wollte ich ihn auch unbedingt haben, weil es halt zum 50. Geburtstag ein Magic Band ist. Und dann hatte ich am Ende 2 Magic Bands. So schnell kann es gehen. Das zeige ich euch gleich. Dann habe ich noch diesen Refill-Mug. Habe ich euch im Vlog gezeigt schon. Kostet $20 und man kann, da unten ist so ein Chip drin. Und solange man im Hotel übernachtet, darf man den Mug, also den Becher, auffüllen. Mit Kaffee, Tee, Kakao, Milch und allen möglichen Softgetränken kann man sich dann im Hotel, aber nur im Hotel, damit den Becher auffüllen. Und dann, ja, da haben wir uns morgens mal Kaffee geholt, ich habe mittags noch Tee geholt und so. Ja, war ganz praktisch für $20. Dann habe ich Daniel noch ein paar Ohren mitgebracht. Und zwar hier diese Ohren. Habe ich irgendwas vergessen? Und Preisen? Ach stimmt, das Top hier hat, glaube ich, $35 gekostet. Ja. Animal Kingdom Top. Ja, Daniels Ohren haben $30, glaube ich, gekostet. Runaway Ohren. Er wollte unbedingt männliche Ohren haben und er hat sich für die hier entschieden. Die kriegt er dann nächstes Wochenende, wenn wir uns wiedersehen. Und dann habe ich mich noch für Schmuck entschieden. Es gab so viel schönen Schmuck. Oh, ich hätte am liebsten alles gekauft. Ah. Ja, einmal diese Kette. Die hat $40 gekostet, soweit ich mich erinnere. Ist kein Preis mehr dran. Nee. Doch, da. $40, ja. Also diese Kette fand ich so schön. Die funkelt so schön. Die habe ich mir einmal gekauft. Und dann haben mir meine Freunde ja zum Geburtstag einen $50-Gutschein geschenkt. Und davon, also musste ich ein bisschen was draufzahlen, aber davon habe ich mir einen Pandora-Charm geholt. Und zwar den zum 50. Geburtstag mit Mickey. Ich glaube, der war $90. Also, wie gesagt, musst du ein bisschen was draufzahlen, aber nicht so schlimm. Und ja, den gab es auch noch. Ich plane dann hier, mir die Kette bei Pandora zu holen, so eine Mickey-Shape-Kette. Und den dann da dran zu hängen. Aber da warte ich immer auf bei Pandora. In Deutschland kann man immer sehr gut auf so Glamour Shopping Week oder sowas warten. Da gibt es immer dann 20%. Also ich warte dann immer auf so Aktionstage. Ja, dann zeige ich euch noch, was ich mir am Flughafen gekauft habe. Das war noch ein Last-Minute-Shopping. Und zwar eine sehr schöne, wie ich finde, Regenjacke. Winter nicht. Und zwar hier so eine dünne Jacke. Hier sind Mickeys drauf und an der Kapuze sind Mickeys drauf. Hier vorne steht Walt Disney World drauf. Und ja, also eine richtig schöne, relativ dezente Jacke, wenn es mal ein bisschen windiger ist. Die ist auch relativ dünn, die kann man dann auch überall gut einpacken. Ja, deswegen die Jacke für $60. Dann habe ich eben ja schon gesagt, ich habe ein paar Sachen per Post zugeschickt bekommen. Also ich habe es mir bestellt in Amerika und ans Hotel liefern lassen. Und das habe ich auch schon im letzten Haul angeteasert. Oder war es im Packing-Video? Es war, glaube ich, im Packing-Video. Auf jeden Fall habe ich bei Stitch Chopé bei Loungefly bestellt und endlich mal ohne Zollgebühren und ohne großen Versandgebühren und habe mir direkt meine beiden Outfits bestellt. Und zwar einmal das Bambi-Outfit mit diesem T-Shirt. Vorne ist Blume, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, drauf. Und der passende Rock dazu ist hier dieser. Wunderschön, habe ich auf Castaway Key getragen, dieser wunderschöne Bambi-Rock. Ja, ich liebe ihn. Ist auch irgendwo Blume drauf. Seht ihr die? Da. Da ist Blume drauf. Und das andere Outfit, was ich mir gekauft habe, ist das Mary Poppins Outfit. Und zwar hier das Outfit.
Also der Rock. Übrigens habe ich den Rock. Einen gab es nicht in M. Ich weiß jetzt nicht, ob es ja... Genau, den habe ich in L bestellt, weil es den nicht mehr in M gab. Und den habe ich in M bestellt, weil L war, ist mir mittlerweile auch schon ein bisschen lockerer. Aber durch das Gummi hinten passen mir eigentlich beide Größen. Und das passende T-Shirt dazu, ja, das in Weiß. Ja, es tut mir leid, dass ich keine Try-Ons abfilmen kann, aber ihr wisst ja, wie ich in diesen Röcken aussehe. Seht ihr auch im Pack-Video. Da habe ich ja auch die Röcke von Fantasia angezogen, Toy Story zum Beispiel. Also im Prinzip sehen die alle genau so gut aus. Ich finde, die Outfits machen echt was her. Und ja, da könnt ihr da mal gucken, wie die angezogen aussehen. Aber ich liebe die Klamotten einfach. Und jetzt fehlt mir nur noch das Halloween-Rock, die Halloween-Rock-Kombi, die ich aber demnächst wahrscheinlich auch noch bestelle. Ja, und dann habe ich tatsächlich bis jetzt alle Röcke von Stitch Schuppi bei Loungefly, was schon sehr crazy ist. Und es gab noch Pins, es gibt ja immer noch Pins zu den Klamotten, einmal mit Bambi und einmal mit Mary Poppins. Ja, die gibt's, die hängen immer an den Klamotten dran. Ja, das war alles aus Walt Disney World und jetzt machen wir weiter mit der Disney Cruise. Da gab es natürlich auch ein paar Sachen und zwar mein zweiter Spirit Jersey. Ich dachte eigentlich, ich kaufe nur ein Spirit Jersey, aber nein. Es gab noch den Disney Dream Spirit Jersey von dem Schiff. Also ne, ich habe ja schon den Magic, Disney Magic Spirit Jersey von der Magic, wo ich vor 2,5 Jahren war. Und jetzt habe ich den noch mit Dream. Bei der Magic ist Goofy hinten drauf und jetzt ist hier Mickey Fantasia drauf. Der war... Achso, die Outfits, was waren die denn? Ich glaube, ich habe $150 für beide bezahlt. Die waren im Sale. Ja, pro Outfit, glaube ich, um die $80. Also $160 für beide Outfits. Der Jersey war $75 und auf den Schiffen muss man keine Steuer bezahlen, weil die... Es ist generell so auf Schiffen, dass man da keine Steuern zahlen muss, weil die Geschäfte auch erst auf hoher See aufmachen. Genau. Dann gab es noch wunderschöne Ohrringe, die tatsächlich nicht so günstig waren. Die sind aus Silber. Und zwar hier die Mini-Ohrringe. Die funkeln so schön. Ja, die hat mir meine Mama geschenkt. Für $130 haben die gekostet. Aber ja, ein ganz besonderes Paar. Von Chris Lu. Waren ganz teure Schmuckstücke. Also mir haben echt viele Sachen da gefallen. Aber finanziell wäre das ein Ruin gewesen, noch mehr zu kaufen. Dann gab es noch eine Tasse. Das war die Disney Dream Tasse. Ich habe leider nicht die Magic gekauft damals, was ich jetzt ein bisschen bereue. Aber vielleicht bin ich ja irgendwann mal auf der Magic nochmal. Die hat $20 gekostet. Dann gab es den Pin. Den habe ich auch von der Magic. Den Pin, ich glaube, der war $10. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube schon. Und den Schlüsselanhänger. Da war, glaube ich, $15. Aber ich fand den so cool. Ich mag so große Schlüsselanhänger, damit ich meinen Schlüssel immer direkt finde. Und ja, der hat mir echt gut gefallen. Mit dem Mickey Donut. Und dann gab es noch diesen Rucksack. Ich habe den tatsächlich, als wir an Bord gegangen sind, lief vor mir eine Frau und die hatte diesen Rucksack an. Und ich dachte, boah, der ist geil. Ich brauche diesen Rucksack. Ja, und da ist er. Den gab es für $55. Der ist von Loungefly. Recht groß, was ich gut finde, weil Loungefly hat ja so kleine Rucksäcke. Hier ist so eine Lasche, damit man es auf den Handgepäckkoffer zum Beispiel stellen kann. Und es ist das ja, Donald, Mickey, Minnie, Pluto als Seemann im Seemannsoutfit, so wie die auch auf der Cruise rumlaufen. Ja. Richtig cooler Rucksack und vor allem sehr besonders, denn ja, den bekommt man, also die Sachen bekommt man halt echt nur, wenn man auf einer Disney Cruise unterwegs ist oder halt vielleicht bei eBay. Kommen wir noch zu den Sachen von Castaway Key. Ja, Castaway Key ist ja die Privatinsel von Disney. Da dürfen ja nur die Disney-Schiffe hin und es gibt da halt exklusives Merchandise, was ihr auch nur dort bekommt, wenn ihr da wart. Oder auf eBay. Oder wenn jemand da war, den ihr kennt, der euch was mitbringt. Auf jeden Fall habe ich mir einen Pin gekauft auf Castaway Key. Da ist auch Castaway Key draufsteht. Ich bin ja nicht der Pinsammler, aber sowas, muss ich sagen, da kaufe ich mir immer einen Pin. Dann gab es ein Ornament, was ich auch richtig cool finde, und zwar Olaf mit Castaway Key. Achso, der Pin, habe ich mir auch irgendwas mit 10 Euro
Der Olaf, das Olaf-Ornament war 23 Dollar. Also echt richtig teuer, finde ich, für ein Ornament. Aber sehr besonders, muss ich sagen. Mein Haufen wird immer größer. Dann gab es ein Kleid von Castaway Key. Ein Sommerkleid. Ich auch richtig schön finde. Weiß-blau. Und wenn man näher dran ist, dann sieht man da die Charaktere. Da steht Castaway Key drauf. Das Schiff. Wo steht denn die Castaway Key? Da. Castaway Key. Palmen. Mickey. Also richtig cooles, schönes Kleid. Er hat auch 60 Dollar gekostet. Und dann gab es noch zwangsweise einen Spirit Jersey. Ja, es war, ich musste ins Wasser. Ich musste schnorcheln gehen, das seht ihr dann im Vlog, weil da Disney-Figuren unter Wasser sind. Aber das Wasser war so kalt und der Wind und oh, es war generell kalt. Aber ich musste unbedingt in dieses Wasser rein. Und dann gab es diese Wasser-Sonnenschutz-Spirit-Jerseys von Castaway Key. Also die kann man im Wasser anziehen, aber die schützen auch einen vor Sonne. Bis zu Lichtschutzfaktor 50, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich mir jetzt den Spirit Jersey für 60 Dollar fürs Wasser. Hinten steht natürlich Castaway Key drauf. Und vorne das Disney Cruise Line Logo. Und es hat mich tatsächlich warm gehalten. Es hat sich gelohnt, diese Bezahlung. Ich bin zweimal schnorcheln gegangen, dank diesem tollen Spirit Jersey. Man kann sich auch schön reden. Aber jetzt habe ich immer so ein Spirit Jersey, wenn ich in Urlaub fahre. Ich gehe wirklich oft schnorcheln. Und dann kann ich das jetzt immer anziehen. Das schützt mich vor der Sonne und hält mich auch ein bisschen warm. Und ja, es steht Castaway Key drauf. Hallo! Wer kann das schon sagen? Ein Spirit Jersey von Castaway Key. Und dann gab es noch einige Tüten. Diese Reusable Bags, die es auch ein bisschen in Paris gibt, gab es jetzt auch noch von Castaway Key. Einmal in groß, einmal in klein. Mittlere gab es leider bei Castaway Key nicht. Dann einmal natürlich Disney Cruise Lines. Ich liebe die kleine, weil ich die immer im Park dabei habe für Kamera und Getränke und so. Deswegen musste ich da ein bisschen aufstocken, weil die irgendwann ja leider kaputt gehen, weil ich die wirklich exzessiv nutze. Also Disney Cruise und dann gab es noch ganz viele aus Walt Disney World. Einmal hier mit dem Logo und dem Schloss. Einmal in groß, in klein und einfach auch mal in mittel. Naja, davon habe ich einige. Also hier sind noch ein paar. Aber ich nutze die auch wirklich und noch eine mittlere Größe. Ja, die kosten, auf dem Schiff haben die 1 Dollar gekostet, die kleinen, auf Castaway Key auch. Und in Walt Disney World waren sie, glaube ich, bei 2 Dollar, die kleinen und 2,50 die mittleren. Ja, das war alles, was ich mir jetzt im Urlaub gekauft habe. Ja, war jetzt schon einiges dabei. So im Nachhinein. Am Anfang dachte ich, boah, mir gefällt eigentlich nicht so viel. Und ich hatte so ein paar Sachen auf der Wunschliste. Aber dann gab es die Sachen alle nicht, die ich wollte. Und dann war ich so unschlüssig und keine Ahnung. Aber es ist doch einiges geworden. Und ich freue mich über meine Ausbeute. Und das war's von meinem Januar-Haul. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den Vlogs wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!